Wer ist eigentlich Ludwig Erhard? Ludwig Erhard war von 1963 bis 1966 der zweite Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Er wurde am 4. Februar 1897 im fränkischen Fürth geboren. Er gilt als Vater des Wirtschaftswunders, war maßgeblich bei der Einführung der deutschen Mark als Währung beteiligt und man nannte ihn liebevoll den Dicken mit der Zigarre. Ludwig Erhard wird auch heute noch oft als Vater des deutschen Wirtschaftswunders bezeichnet. Aber hatten wir das mit dem Wirtschaftswunder nicht schon in der Folge zu Konrad Adenauer? Das ist richtig. Während der Zeit, als Konrad Adenauer Bundeskanzler war, also von 1949 bis 1963, war Ludwig Erhard dessen Wirtschaftsminister. Er war somit zeitgleich auch der erste Wirtschaftsminister der Bundesrepublik. Durch seine wirtschaftliche Fachkenntnis wurde unter anderem auch die soziale Marktwirtschaft eingeführt. Letztendlich kam dadurch das Wirtschaftswunder erst zum Rollen. Deutschland verzeichnete circa 1,5 Jahrzehnte Wachstum und etablierte sich als Industrienation. Der Slogan von Erhard dabei war Wohlstand für alle. Es gab für die Bevölkerung unter anderem Möbel, Autos, Elektrogeräte und man konnte sich erstmals leisten, in den Urlaub zu fahren. Nicht zuletzt deshalb wurde Erhard in dieser Zeit zu einem der populärsten und beliebtesten Politiker. Die Einführung der deutschen Mark als gesetzliches Zahlungsmittel. Bereits vor seiner politischen Karriere war Ludwig Erhard für sein wirtschaftliches Know-how bekannt. Durch eine Verletzung aus dem Ersten Weltkrieg durfte er auch ohne Abitur studieren und wurde später sogar zum Professor ernannt. In der Nachkriegszeit wurde er von den westlichen Besatzungsmächten, also Frankreich, Großbritannien und den USA, 1947 in die Sonderstelle Geld und Kredit berufen, die sich damit befasste, das finanziell noch vom Krieg stark gebeutelte Finanzwesen des Landes wieder zu stabilisieren. 1948, also nur ein Jahr später, wurde Ludwig Erhard zum Direktor der Verwaltung für Wirtschaft des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ernannt. Das sind jetzt erstmal eine ganze Menge Buchstaben. Als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft hatte er also etwas mit Geld zu tun. Und das lag daran, dass das bisherige Zahlungsmittel, die Reichsmark, ziemlich schwach wurde. Man konnte sich nicht viel damit leisten. Und damit Deutschland auch effizient wieder aufgebaut werden konnte, braucht es ein neues, starkes und wertiges Zahlungsmittel. Und mit dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet ist Westdeutschland gemeint, nämlich die Vereinigung aus den Besatzungsgebieten der USA, Frankreichs und Großbritanniens. Die neue und stärkere Währung, von der ich eben gesprochen habe, das sollte die Deutsche Mark werden. Als Direktor der Verwaltung für Wirtschaft führte sie Ludwig Erhard praktisch im Alleingang am 20. Juni 1948 ein. Einen Tag später, am 21. Juni, trat sie in Kraft. Dadurch, dass sie verglichen mit der Reichsmark wesentlich mehr Wert hatte, füllten sich die Läden auch allmählich wieder mit etwas selteneren Artikeln, so etwa Schokolade, Toilettenartikel oder Zigarren. Auch durch diesen Effekt stieg Erhards Beliebtheit in der Bevölkerung. Ludwig Erhard wurde während seiner aktiven Zeit oft liebevoll der Dicke mit der Zigarre genannt. Er erwähnte einmal in einem Interview, dass er an manchen Tagen bis zu 20 davon raucht, was ganz schön viel ist. Ludwig Erhard war insgesamt 14 Jahre Wirtschaftsminister, 3 Jahre Bundeskanzler und bis zu seinem Tod im Jahr 1977 weitere 8 Jahre Abgeordneter des Bundestages. Er lebte also ein sehr politisch geprägtes Leben. Er war insbesondere in den ersten Jahren seiner Karriere an vielen wichtigen Ereignissen und Entscheidungen betroffen, die die Bundesrepublik Deutschland betrafen.